Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Wege zum Erfolg. Ich begrüße Noemi Schöni aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Hallo Raho, vielen Dank für die Einladung. Du bist Expertin für digitale Positionierung. Was machst du genau? Also ich helfe anderen Beratungsdienstleistern dabei, sichtbar zu werden und so nachhaltig eben wachsen zu können mittels digitaler Marketingstrategien, die rechtskonform sind, um eben Kunden zu gewinnen oder auch an sich zu binden. Rechtskonform ist wichtig, weil? Weil es im Unternehmertum ganz viele rechtliche Stolpersteine gibt und mit der Entwicklung der letzten 10 Jahre ist gerade im digitalen Bereich, also digitales Marketing, noch viel gefährlichere, weil es haben sich gewisse Anwaltskanzleien darauf spezialisiert, Unternehmer abzumahnen, die sich da nicht ganz rechtskonform verhalten, natürlich meistens unabsichtlich. Ich helfe einfach dem Unternehmer zu verstehen, wo sind die rechtlichen Risiken, wo liegen vorher, die? Ja, im Präventiv, nicht erst, wenn das Problem kommt, weil dann wird es mühsam. Oder? Dann ist der Schaden schon entstanden, man kann dann höchstens noch Schadenminderung betreiben, aber der Schaden ist schon passiert. Und als Unternehmer will man ja etwas bewegen, man will vorwärts kommen, man will wachsen und das ist genau das Gegenteil. Das kostet Zeit, Energie und ja, das ist dann einfach weg vom Daily Business. Ich arbeite mit Content Marketing, das heißt Wissensvermittlung, eben die Experten geben ihr Wissen preis an ihre Zielkunden. Der Inhalt, der Content selber kommt natürlich von diesem Experten. Die Idee ist quasi, dass der Kunde selber am Schluss befähigt ist, das Ganze selbst zu machen. Also es geht quasi um eine Ausbildung, wo eben das Unternehmen lernt, wie das neue Marketing funktioniert, damit das Unternehmen wirklich auch nachhaltig wachsen kann. Wenn quasi eine externe Person einfach ins Unternehmen reinkommt, die Aufgaben selber erledigt, dann lernt das Unternehmen selber nichts und dann kann es auch nicht nachhaltig wachsen. Wie schafft es denn eine Expertin ganz allgemein überhaupt, jemanden darauf zu bringen, dass er sich spitz positioniert? Das ist einfach auch eine strategische Frage. Will man Masse oder Klasse? Also klar, man kann natürlich auch mit günstigeren Angeboten viel Geld verdienen, muss aber natürlich einen entsprechenden Umsatz, einen Rücklauf haben, viel mehr verkaufen. Und wenn es halt quasi um die Qualität geht, dass man sagt, es ist eben Experte, dann kann man sich auf einen Bereich spezialisieren und kann quasi mit weniger Kunden mehr Geld verdienen, weil man natürlich viel effizienter ist. Oder wenn man spezialisiert ist in einem Bereich, ist man einfach viel effizienter. Also man kann viel schneller dem Kunden helfen und von daher lohnt es sich eben, sich zu spezialisieren. Auch wegen der Fehlerquote, ganz klar. Wenn man Spezialist ist in einem Bereich, dann ist natürlich die Fehlerquote viel geringer, als wenn man einfach alles ein bisschen tut, weil es fehlt die Erfahrung quasi, es fehlt die Routine. Ja, und von daher empfehle ich immer, sich auf etwas zu spezialisieren. Was macht eine Expertin ganz allgemein, die einem Unternehmen oder einem Anwalt oder einem Menschen hilft, ins Internet zu gehen und sich dort zu zeigen? Also als erstes wird geschaut, wo liegt das Wachstumspotenzial. Also es kann ganz in unterschiedlichen Bereichen sein, eben angefangen bei der Positionierung. Die muss häufig noch geschärft werden. Ganz selten ist wirklich die Positionierung so klar, dass eben jetzt mit dem Internet, wo der ganze Markt transparenter und vergleichbarer wird, so eine exakte Abgrenzung ist zu der Konkurrenz, dass die Kundengewinnung einfach fällt. Das zweite sind dann technische Elemente, also angefangen bei der Webseite. Früher, als ich mein Unternehmen gegründet habe, vor über 10 Jahren war die Webseite eine rein elektronische Visitenkarte. Heutzutage nutzt man die idealerweise als Verkaufstrichter, also dass man Umsatz generieren kann, auch wenn das Unternehmen geschlossen ist, dass die Mitarbeiter frei haben. Dann geht es einfach weiter, oder? Je tiefer, einfach bis dann nachher auch Social Media ein Thema ist, wenn die Positionierung klar ist, geht es eben darum, den Auftritt auf der Webseite quasi stimmig zu machen mit dieser Positionierung und auch natürlich die Social-Media-Profile entweder anzulegen oder zur Optimierung, dass diese Positionierung ganz klar rüberkommt, also dass sich der Wunschkunde eben mit der Sprache, wie die Webseite oder die Social-Media-Profile abgefasst sind, direkt angesprochen fühlt. Was für Tipps könntest du mitgeben? Das Einfachste ist natürlich, jetzt schnell an den Computer zu sitzen, schauen, wo die Konkurrenz präsent ist und dann auch zu überprüfen, wie viele Followers, Likes und auch Shares die Konkurrenz auf Social Media hat. Da sieht man nämlich mal, wo man selber steht. Und dann sicherlich auch die Außensicht beiziehen, das heißt von einem Experten zu prüfen lassen, ob man sich selber quasi richtig einschätzt, ob man da auch das Wachstumspotenzial erfasst hat, das gegenüber der Konkurrenz vorhanden ist.
Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr davon sehen möchtest, dann abonniere bitte unseren Kanal. Und wenn du Gast bei uns bist und diesen Kanal abonniert hast, bekommst du einen Imagefilm, wie du ihn gerade gesehen hast, gratis dazu.